Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute völlig unter uns, das Fernsehen ist nicht dabei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir haben eine freie Themennacht, wie immer, freitags. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Peter ist der erste Anrufer heute Nacht. Hallo Peter, 36 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Peter. Ich sagen, ich finde dich und deine Sendung da super. Dankeschön. Ich finde schade, dass ich gerade heute, wo ich durchkomme, nicht gucken kann. Ja, schade. Ja, naja, bei mir ist folgendes Problem. Ich habe jetzt eine unheimliche Vorliebe für androgyne Frauen. Für androgyne Frauen? Ja. Nicht für grüne Frauen? Nee, also... Für androgyne Frauen. Genau. Beschreib mal genau, was du damit meinst. Also Frauen mit sehr kleinen Brüsten. Mhm. Und das Problem ist, dass ich da eigentlich merke, durch diesen Schönheitswahn, dass ich da sehr wenig Frauen kennenlerne. Also sagen wir Frauen mit sehr, sehr kleinen Brüsten. Ja. Frauen, die vielleicht so ein, also androgyn heißt ja so, man kann ja das übersetzen, so zwischen den Geschlechtern fast. Ja, so ungefähr. Ne? So, die, ja. Die nicht gerade so, eine Frau, die nicht sehr, sehr weiblich ist, nicht starke weibliche Anteile hat, aber auch nicht zu maskulin, wenn höchstens etwas knabenhaft wirkt. Ja, genau. Nur so kann man sagen. Mhm. Meistens haben androgyne Frauen auch kurze Haare, ne? So stelle ich mir das vor. Also das, ja gut, das ist unterschiedlich. Also es ist halt bei mir so ein bisschen dieses, so wie in den 60er, 70er Jahren, dieses Schönheitsideal. Ja. Und das ist halt heutzutage sehr abhandengekommen. Das heißt, du findest wenig Frauen nach deinem Geschmack? Ja. Also ich habe neulich im Fernsehen was mitgekriegt, so eine Reportage über Schönheitsoperationen, 130.000 Stück pro Jahr in Deutschland. Ja. Und ich habe irgendwie, wenn ich die Frauen so auf der Straße ansehe, das Gefühl, 90% dieser Operationen sind irgendwann der Oberweite gemacht. Ja, ja. Es operiert sich keine Frau hin zu einer androgynen Frau, ne? Ja, ja. Das stimmt, das ist nicht angesagt. Aber ich finde es überhaupt Unsinn. Also ich habe auch im Internet zum Beispiel schon mal gesehen, auf irgendwelchen Seiten, so Forum, da gibt es etliche Frauen, die sich irgendwie scheinbar beklagen, dass sie keine Männer finden. Aber wenn ich dann mal so zwischendurch eine Frau mit kleinen Brüsten kennenlerne, dann stelle ich mir fest, die haben dann immer alle einen Partner und da komme ich nicht an die ran. Ist es denn, das Wort androgyn umfasst ja für mich, wie ich es gerade ein bisschen versucht habe zu erklären, noch ein bisschen mehr als nur kleine Brüste? Oder ist es bei dir hauptsächlich konzentriert darauf, dass du eine Frau magst mit sehr kleinen Brüsten? Also es ist schon auch, sagen wir mal, diese sehr, sehr schmale Statur insgesamt. Ja. Gut, aber die muss es doch auch noch geben. Ich überlege gerade so, wenn ich so durch Köln gehe oder durch andere große Städte, sowas fällt einem doch auch noch auf. Zwar nicht vielleicht so häufig wie früher, aber alle Frauen liegen ja nur auch noch nicht beim Schönheitschirurgen. Ja, nee, aber ich denke auch, das Problem ist, auf der Straße erkenne ich sowas selten. Warum? Im Sommer sieht man das doch, wie die Frauen gebaut sind. Ich denke, dass viele, die dann mit Push-Ups nachhelfen. Ach so, verstehe. Ja. Ja. Da musst du in die Sauna gehen und gucken. Oder an den Strand, da musst du in die Sauna gehen oder an den Strand gucken. Erklär mir doch mal, wie das kommt, dass du das so schön findest. Das ist eigentlich immer schon so. Ich habe nur jahrelang versucht, sagen wir mal, mich davon irgendwie, dass ich mich davon losmache. Naja, eigentlich bin ich ein Mensch, der eben sehr mehr auf den Charakter ankommt. Und ich hasse eigentlich auch nichts mehr als Menschen, die andere Leute bloß, weil sie so aussehen, diskriminieren. Also das ist wieder nicht meine Richtung, ne? Ja gut, so weit geht's ja noch nicht, dass du gleich diskriminierst, dass du Frauen mit dicken Brüsten. Nee, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass es einfach so ist, dass ich, ja, wenn ich mit einer Frau mit normaler Figur dann irgendwie im Bett war, wenn ich die zum Beispiel in Brüsten gestreift habe, das war ungefähr, da war ich sehr popmäßig dabei. Also ich habe es halt irgendwie... Ich habe nicht verstanden, die Leitung hat immer so Unterbrecher. Ja. Wenn du mit einer Frau, einer normalen Frau im Bett warst, dann? Ja, dann war ich mir kopfmäßig dabei. Ah ja. Und ich hätte also, ich habe das dann halt an den Brüsten gestreichelt, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie das will. Aber ich wollte es nicht unbedingt. Und jetzt hatte ich vor einem Jahr das Internet auch kennengelernt. Und das war so, da habe ich dann zum ersten Mal erlebt, wie das ist. Ich wusste vom Aussehen her, aber da habe ich es wirklich anfassen können. Und das war so eine ganz andere. Jetzt ist die Leitung so schlecht, dass ich nur die Hälfte verstehe. Du telefonierst über Handy. Ja. Kannst du ein bisschen näher ans Fenster vielleicht gehen?
Ja, ich versuch's gerade. Ja. Habe ich richtig verstanden, dass du neulich eine Frau im Internet kennengelernt hast? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Ja. Und die war so gebaut, wie du es gerne hast. Genau. Und das war schon der Reißer. Ja, ja. Also ja. Das hat ja nur deswegen nicht geklappt. Erstens mal, wir haben sehr weit auseinander gewohnt. Mhm. Und dann sicherlich waren dann vielleicht andere Differenzen oder Unterschiede, ja, die dann halt mehr vom Mentalen da waren. Ne? Du bist 36 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Ja. Gab es denn schon mal eine längere Beziehung mit einer so gebauten Frau, wie du sie magst? Nee, also das war das Problem. Ich hatte sehr wenig Kontakt zu solchen Frauen. Und es war eigentlich so, dass ich so 87, 88 rum in der DDR in eine solche Frau verliebt hatte. Und mit der bin ich aber nie zusammengekommen. Aha. Und dann eigentlich immer mit Frauen, die wirklich ja, normale Figur oder teilweise sogar üppiger und alles. Also. Das heißt, du warst mit einer Frau schon länger zusammen, die eigentlich so äußerlich nicht deinem Idealbild entspricht? Hatte ich eigentlich in dem Sinn vorher nie, ne? Ja. Nee, das heißt, du warst länger mit so einer Frau zusammen, die nicht deinem Idealbild entspricht? Also ich war, naja, sagen wir mal, längere Beziehungen waren bei mir sowieso nie drin. Also das längste war mal ein Jahr und das wirklich auch das Dreiviertel aus Mitleid, ne? Aus Mitleid. Weil die Frau nur eine Behinderung hatte und dann hat sie mir eher leid getan, dass ich dann nicht Schluss machen wollte. Aber ist ein anderes Thema. Mhm. Du hast gerade das Stichwort Internet gebraucht. Das ist ja eigentlich für alles mittlerweile ein tolles Forum zu suchen und letztendlich auch zu finden. Meinst du nicht, dass du da vielleicht noch intensiver forschen könntest nach deinem Typ Frau? Ja, es ist so, ich habe selber keinen Internetanschluss und Internetcafés sind relativ teuer. Und dann ist auch so, ich habe gemerkt, diese Frau damals, die ich vor einem Jahr kennengelernt habe, das war über einen Chat. Und da ist es sowieso, habe ich auch schon gemerkt, da wird viel gefaked und so. Oder. Aber das war auch Internet dann. Ja, ja. Mhm. Aber eben, ist auch so, gerade in solchen Chats, wo man dann auch, sagen wir mal, sehr schnell eigentlich nach dem Aussehen fragen kann, das sind meistens Chats, in denen es eigentlich auch nur um Sexkontakte geht. Ja, also ist schwierig, ist klar. Da gibt es wahrscheinlich auch kein Idealrezept, wie du so eine Frau findest. Aber interessant ist schon, was du jetzt gerade... aufgegeben, aber das kann man ja auch in den seltensten Fällen wirklich so direkt reinschreiben, in der ganz normalen Tageszeitung sowieso nicht. Und dann in irgendwelchen Zeitschriften wie Wochenende oder so ist sowieso klar, dass da nichts rumkommt. Ist klar. Das heißt, du musst ganz traditionell, glaube ich, auf die Pirsch gehen und dir immer die Push-Ups oder so wegdenken oder genau hingucken, in der Hoffnung, dass du genau sowas findest. Muss doch zu finden sein, Mensch, Peter. Also ich gucke ja auch sowieso schon bei jeder Frau, die mir irgendwo auf der Straße über den Weg läuft, ist das jetzt ein Push-Up oder ist das von Natur oder was? Ist mir klar. Ich schaue da aber teilweise so auffällig, dass ich dann schon merke, manche Frauen, die verziehen dann schon das Gesicht, da ist das, weil die auch nicht wissen, warum ich so gucke. So darfst du es natürlich auch nicht machen. Du musst einfach geduldig sein, du musst am Ball bleiben. Ne? Mehr gibt's gar nicht zu sagen, du musst weiter suchen. Und da gibt's keine Ideallösung. Mhm. Das ist völlig klar. Peter, ich wünsche dir viel Glück bei der Suche. Alles klar, gut, alles danke. Liebe. Tschüss. Okay, tschüss. Sveda, 20, guten Morgen. Hallo? Hallo Sveda. Sveda, stimmt das? Nee, Sefta. Ach, Sefta. Oh, jetzt höre ich mich aber doppelt irgendwie. Sefta, 20 Jahre alt. Ja, genau. Und du hörst dich immer noch doppelt? Ja, aber es ist nicht so wichtig. Okay, wir versuchen das mal. Und was geht's bei dir, Sefta? Also es geht darum, ich bin halt 20 und habe seit 3 Jahren einen Freund. Ja. Und ich bin Türkin. Ja. Und er ist Pole. Pole? Ja. Ja. Und das ist jetzt so, also eigentlich ist das so gar kein Problem, nur meine Mutter nimmt das so als Ausrede. Weil ich habe es 1,5 Jahre vorher verheimlicht. Wie als Ausrede, für was? Sie möchte eigentlich gar nicht, dass ich, glaube ich, einen Freund habe, weil ich bin so das Nesthäkchen, ja, die Jüngste, und irgendwie möchte sie gar nicht wahrhaben, dass ich halt so alt bin, um einen Freund schon zu haben. Für einen Freund und dass du flügge wirst. Wie bitte? Und dass du flügge wirst. Ja, genau. Mhm. Und sie ist halt der Meinung, also ich habe sie halt vor 1,5 Jahren dann auch erzählt, und sie hat ihn einmal dann halt bei uns gesehen und meinte, sie möchte ihn auch gerne kennenlernen. Ja, wie alt ist er? Er ist auch 20. Ja. Ja, und ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich machen soll, weil sie hat ja keinen Grund. Sie kann ja nicht sagen, er ist ein schlechter Mensch, weil er das und das macht. Ja, Moment, jetzt, sie hat ihn vor 1,5 Jahre zum ersten Mal gesehen. Ja, genau. Und seitdem aber nur einmal? Vielleicht 3 oder 4 Mal, aber es war halt nicht so lang. Aber das sie weiß, aber sie weiß im Moment immer noch, sie weiß, dass du immer noch mit ihm zusammen bist. Ja. Was ist jetzt das aktuelle Problem? Dass sie eigentlich nicht will, immer noch nicht will, obwohl sie weiß. Sie akzeptiert es nicht. Sie akzeptiert ihn nicht.
Nein. Warum nicht? Weil sie halt, also ich denke, ja, das liegt halt daran, weil ich so wohl noch in ihren Augen das kleine Kind bin. Obwohl du 20 Jahre alt bist. Ja, genau. Mhm. Und sie nimmt es als Ausrede, dass er halt eine andere Kultur hat und dass das sowieso nicht klappen wird. Mhm. Wie wär's denn, wenn du mit einem türkischstämmigen Jungen zusammen wärst? Kannst du dir vorstellen, dass es dann anders lief? Vielleicht, ich weiß nicht, dann würde sie es natürlich auch nicht akzeptieren können, aber ich glaube, dann würde sie eine neue Ausrede finden. Ja, wie ist denn so der Rest der Familie eingestellt? Also dein Papa zum Beispiel? Mit dem habe ich gar keinen Kontakt. Ach so. Ja. Also die Mutter ist die Hauptbezugsperson? Genau, ja. Mhm. Und hast du eigentlich ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, doch. Also sie ist eigentlich schon eine lockere Mutter. So. Ja. Gibt es noch Geschwister? Ja, noch zwei ältere Mädchen. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, weil die hatten natürlich auch einen Freund, aber die haben es ihr nie erzählt. Ja. Und ich bin halt die Erste, die ankam und gesagt hat, Mama, ich habe einen Freund. Was ja nett ist, was ja gut ist eigentlich. Ja. Ja. Sind denn die anderen Mädels auch noch mit bei euch in der Wohnung, alle zusammen? Nein, du bist alleine mit deiner Mutter. Ja. Ja. Ja klar, da hat sie natürlich auch wahrscheinlich Angst, dann bald ganz alleine zu sein. Ja, sie hat ja aber ihren Freund. Ach, sie hat nur einen Freund. Mhm. Ja. Weißt ja auch Bescheid, was mit dir? Ja. Mhm. Ja. Also, Problem ist, du hast einen Freund seit 3 Jahren schon, was ja lange ist. Ja. Der ist Pole, ihr versteht euch gut. Ja, doch. Und die Mutter ist gebremst, sagen wir mal, die ist jetzt nicht ganz vehement dagegen, sondern die ist einfach skeptisch und gebremst. Ja, aber das Ding ist, also ich bin jetzt seit 3 Jahren mit ihm zusammen, ich darf nicht bei ihm übernachten, ich darf nicht mit ihm in Urlaub. Mhm. Es ist nur so ein nachmittags irgendwo treffen und dann, also ich meine, das, was ich mache, weiß sie ja nicht. Ja, das ist natürlich jetzt immer so eine Sache. Du bist eine erwachsene junge Frau. Ja. Du bist eine erwachsene junge Frau. Ja. Du bist volljährig, du hast alle Rechte und Pflichten eines normalen Bürgers. Mhm. Da kannst du natürlich auch einen Freund haben, so wie du es möchtest. Und jetzt ist das große Problem, dass du dich langsam von der Mama abnabeln musst. Natürlich wird das vielleicht auch eine Rolle spielen, dass er aus einem anderen Kulturkreis kommt. Vielleicht, weiß ich nicht, ist ja oft so. Aber wenn schon, du musst dich abnabeln und ihr verständlich machen, dass du nur für alle Zeit auch nicht bei ihr bleiben kannst, obwohl du die kleine Süße bist. Und du musst dir klar machen, dass du auch ein Recht auf dein Leben und auf dein Glück hast. Denn das, was sie da tut, ist ja sehr egoistisch. Ne? Sie zwängt dir ja ihre Vorstellungen auf. Also, die Eltern reden immer sowas von, ja, ich will ja nur dein Bestes, aber dann sollen sie auch mal den Mund halten und die Kinder zu Worte kommen lassen und die sollen sagen, was für sie das Beste ist, für die Kinder. Mhm. Ne? Und du würdest im Moment antworten, ja, für mich ist unter anderem mein Freund das Beste, meine Liebe. Mhm. Und du willst deine Mama ja nicht verlieren, es soll ja beides nebenher laufen. Ja, genau. Ne? Und ich finde ja schon mal toll, dass du deine Mutter eingeweiht hast vor 1,5 Jahren. Das ist ja auch ein großer Vertrauensbeweis. Du hast es nicht nebenher einfach so heimlich gemacht. Jetzt musst du einfach, glaube ich, penetrante Arbeit leisten und sie immer und immer wieder darauf ansprechen, sie vielleicht auch vor kleinere, vollendete Tatsachen stellen und ihr sagen, dass du nicht sie verlieren möchtest, aber auch nicht deinen Freund, sondern dass du beides haben möchtest. Und da muss sie dir ein bisschen entgegenkommen. Sonst, Sefta, wirst du irgendwann eine Konsequenz ziehen müssen und du bist aus dem Haus raus und gehst zu deinem Freund. Oder? Das weiß ich nicht, weil die eine Schwester hat es gemacht. Ja. Da hatte sie auch sowas, da hat sie auch Ausreden gefunden. Dann ist sie einfach gegangen. Sie redet seit 4 Jahren nicht mit ihr. Meine Schwester hat schon 2 Kinder. Sie hat die noch nie gesehen. Mhm. Und die andere Schwester ist ausgezogen. Mhm. Da hat sie 1 Jahr nicht mehr mit ihr geredet. Mhm. Und jetzt hat sich das Verhältnis schon verbessert. Mhm. Und ich weiß nicht, ich kann ihr dann auch nicht wehtun. Also wenn schon 2 Schwestern ihr wehgetan haben, dann kann ich ihr auch nicht wehtun. Nein, Sefta, ich sehe es ganz andersrum. Nicht die Schwestern haben deiner Mutter wehgetan. Die Mutter tut den Schwestern weh. Was ist denn das für eine Mutter und für eine Oma, die eine Tochter hat, ist seit 4 Jahren, saß du aus dem Haus, hat 2 Kinder, deine Mama ist Oma und sie hat ihre Enkel noch nicht gesehen? Ja. Nur weil sie beleidigt ist, dass damals die Tochter aus dem Haus gegangen ist, gegen ihren Willen, finde ich nicht in Ordnung.
Ich finde, natürlich haben die Mütter Recht auf, dass sie mitsprechen wollen und sie machen sich Sorgen und das ist ja auch alles klar. Mhm. Aber irgendwann müssen die Mütter und die Eltern auch akzeptieren, dass die Kinder ein Recht auf ein eigenes Leben haben. Und wenn die wirklich, wenn die Eltern, die Mütter, die Kinder wirklich lieben, muss man irgendwann auch mal vergeben. Und da muss man sagen, okay, das war vielleicht damals nicht so gut, aber du bist meine Tochter. Mhm. Und ich halte jetzt zu dir. Das war damals nicht nach meinem Geschmack, aber komm zu mir zurück. Und wir sind eine Familie und die Enkel will ich kennenlernen und so weiter. Mhm. Ist deine erste Schwester, die jetzt 4 Jahre weg ist, hat die auch hat die einen deutschen Freund oder was war das? Nee, das war das Problem. Also das war ein Kurde. Mhm. Und meine Mutter war der Meinung, er hat sie nur geheiratet wegen dem Aufenthaltserlaubnis. Mhm. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Die sind immer noch zusammen. Die sind immer noch zusammen. Du hast Kontakt mit deiner Schwester? Ja, doch. Ja. Nicht so jeden Tag, aber doch. Aber doch. Mh. Und die beiden sind, würdest du sagen, das ist eine glückliche Familie? Das kann ich nicht beurteilen, weil, also ich bin mir sicher, meine Schwester würde nie im Leben uns erzählen, dass sie unglücklich ist, verstehe. Weil dann ja meine Mutter recht hätte, sozusagen. Ja. Und weißt du, selbst Sefta, wenn die Ehe gescheitert wäre zwischen deiner Schwester und dem Freund, sollte das noch kein Triumph sein für deine Mutter? Das wird aber sein, ja. Weil sie dann sagen wird, guck, ich hab's doch schon gewusst, ich hab euch das doch schon von Anfang an gesagt. Gut. Aber diese Erfahrung muss dann jeder erwachsene Mensch selbst machen, wenn er sich dafür entscheidet. Ich kann dir nur raten, so ganz von außen, von ganz neutral beobachtet. Ja. Mhm. Ich verstehe, dass du deine Mutter liebst und dass du natürlich deine Mutter nicht verletzen möchtest. Aber man muss als liebendes Kind auch mal die Eltern kritisch sehen. Die Mutter darf dich auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Die Mutter darf nicht ihre Vorstellungen von Moral, Kultur, was weiß ich, dir aufdrängen. Da muss sie auch Respekt vor deiner Person haben. Und dann hast du, finde ich, irgendwann auch das Recht zu sagen, nee, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, auch wenn sie dann sehr böse reagiert. Du tust da nichts Unrechtes, Mensch, wenn du einen anderen Menschen liebst und wenn es ein Pole ist oder wenn es ein Deutscher ist oder weiß ich was. Mhm. Finde ich. Aber ich finde, dass du zuallererst viel reden solltest noch mit deiner Mutter. Vielleicht kannst du sie ja doch umstimmen. Das muss ihr doch im Herz auch wehtun, dass sie mit 2 Töchtern schon so Probleme hatte. Vielleicht jetzt im Zuge dessen, dass sie älter wird, wird sie vielleicht auch ein bisschen weicher und weiser. Mhm. Ich weiß es nicht, ich kenne deine Mutter nicht. Mhm. Ich würde mir nur wünschen, dass du dein Glück hast und dass deine Mutter dir das Glück gönnt und ihr alle zusammen sein könnt. Das wär doch das Schönste. Ja, natürlich. Ich will nicht, dass du auch noch unglücklich wirst. Denn deine große Schwester leidet da ja auch drunter. Da könnte ich schwören, dass sie keinen Kontakt zur Mutter hat. Ja, natürlich. Das ist doch alles traurig. Ja. Also ich wünsche dir die Stärke, Sefta, dass du zu deinem Leben stehst. Und du es vielleicht schaffst, deine Mutter auch ein bisschen umzustimmen. Und wenn irgendwann. Und wenn du sie überhaupt nicht umstimmen kannst, dann musst du deinen Weg gehen. Sie meinte zu mir, du kannst ihn ruhig heiraten. Ich möchte ihn auf jeden Fall heiraten. Ja. Aber vielleicht so in 2 Jahren oder so. Ja, ist okay. Und sie meinte zu mir, du kannst ihn ruhig heiraten, aber ich werde dich dann nur besuchen, wenn er nicht zu Hause ist. Ach, ist doch furchtbar. Ist doch furchtbar. Aber das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Das ist doch schrecklich, wenn die Mutter sowas sagt. Warum denn? Es ist doch kein. Sie hat ihn ja schon kennengelernt und sie findet ihn selbst ja gar nicht übel, ne? Oder? Doch, sie meinte, also er war halt ruhig. Mhm. Ich meine, es ist doch normal, wenn man das erste Mal bei den Eltern erscheint. Ja, klar. Dass man da schüchtern ist. Klar. Und er war dann halt ruhig und sie meinte, das ist ein ruhiger Mensch und der sieht schon so. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das vom Türkischen übersetzen soll. Also auf jeden Fall so negative Ausstrahlung. Mhm. Also sie hat auch, wie man in Deutschland sagt, das Haar in der Suppe gesucht, ne? Ja. Also, ne? Sie wollte jetzt was Negatives sagen. Ein ruhiger Mensch ist ja nichts Schlechtes erstmal. Dass sie sich halt irgendwelche Ausreden sucht. Ja. Du musst ihr langsam immer was entgegensetzen.
Das finde ich eine schlimme Aussage, wenn sie sagt, gut, du kannst ihn heiraten, aber ich komme dich nur besuchen, wenn der nicht da ist. Ist doch furchtbar. Na, finde ich auch. Aber ja. ich glaube es ihr nicht. Ja, vielleicht verändert sie sich ja doch ein bisschen. Rede mit ihr, rede. Versuch auch nochmal ein Treffen zu arrangieren, vielleicht zwischen dem Jungen und ihr. Ja, er will ja auch nicht mehr kommen, weil er das weiß. Ja, da musst du ein bisschen vermitteln. Da muss, wenn sie jetzt sagen würde, okay, ich will mich mit ihm nochmal treffen, dann musst du ihn auch rumkriegen, dass er ja sagt. Mhm. Da musst du jetzt die große Vermittlerin spielen. Du Arme, da hast du viel zu tun. Ja. Lebe dein Leben, Sefta. Danke. Alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Schöne Nacht noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Ja. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Ich bin gerade etwas abgelenkt, weil ich das WDR-Fernsehen hier noch laufen habe, um zu testen, dass die uns nicht einfach hier draufschalten und ich mir in der Nase bohre. Und im WDR-Fernsehen singt gerade ein Sänger während der Sendung Rockpalast mit zwei ganz dicken, hässlichen Warzen auf der Backe. Die haben mich gerade abgelenkt. Also, hier ist Bruno und Bruno ist 46 Jahre alt. Hallo. Ja, ganz genau. Einen schönen guten Morgen. Ja, hallo Bruno. Ja, tolle Überleitung, kann man nicht meckern. Dein Thema. Ja, genau. Mein Thema ist, ich bin seit 20 Jahren verheiratet. Ja. Ich habe den großen Drang nach einer bisexuellen Erfahrung. Ja. Ich bin sehr glücklich mit meiner Partnerin. Ich kenne sie seit 28 Jahren. Ja. Wie gesagt, sehr glücklich, auch sexuell, in sexueller Hinsicht. Kinder habt ihr bestimmt auch? Eine Kinder, alles Mädchen. Wie viele Kinder? Eine Kinder. Ja, wie alt? Die ist wahrscheinlich schon ein erwachsenes Mädel, oder? Ja, 16. Ja. Genau. Und ich hatte früher als junger Bursche, so mit 14, 15, erste sexuelle Erfahrungen mit einem damaligen Freund. Ja. Was mir damals eigentlich auch sehr gut gefallen hat. Aha. Das hat sich dann mit der Zeit insofern erledigt, dass man dann halt auch Mädchen kennengelernt hat. Mhm. Da war das erstmal eine ganze Zeit weg und so seit circa ein Jahr, anderthalb Jahren der Drang immer stärker, einen Mann oral verwöhnen zu wollen. So konkret ist die Vorstellung gleich. Ja, richtig. Damals, dieser Kontakt, ihr beiden Jungs, lief das eine längere Zeit? Ja, das war so gut ein Jahr, anderthalb Jahre. Ach so, und regelmäßig war das? Ja, auch. Das war keine Liebesbeziehung, sondern eine reine Sexgeschichte. Reine Sexgeschichte. Mhm, ja. Ganz genau. Ja. Jetzt bricht es so seit einem Jahr wieder auf. Der Wunsch, der Gedanke. Und nebenbei gesagt, sag ich mal, das schlechte Gewissen, das ist eigentlich so das Allerschlimmste überhaupt. Das heißt, du hast das deiner Frau noch gar nicht erzählt? Nein. Wir haben allerdings insofern ein relativ lockeres Sexualleben, insofern, dass wir auch schon mal Sex gemacht haben mit guten Freunden, sag ich mal so. Ach so, Gruppensex. Ja, richtig, genau. Und da war für mich das Höchste, was mir am allermeisten gefallen hatte, war halt, als meine Frau diesen anderen Partner halt oral verwöhnt hat. Und du zugucken konntest. Richtig, genau. Und heimlich... Hast du dich dabei ertappt, dass du dachtest, eigentlich wäre ich gern meine Frau jetzt? Richtig, genau. Ah ja. Genau. Mhm. Aber da lief zwischen euch beiden, zwischen den Männern, lief da gar nichts. Auch nicht ein bisschen anfassen, gar nichts. Nein, gar nicht. Weil von dem anderen Partner her, der wird es mit Sicherheit nicht wollen, weil der nur, definitiv nur auf Frauen steht, gehe ich mal von aus. Sagst du so? Was meinst du, wie viele Männer nach außen hin so wirken? Und ja, das merke ich ja daran, sage ich mal, indem ich öfter mal so in Chats oder so reingehe. Ne? Oder aber hallo, ja, versucht habe, eine Kontaktanzeige aufzugeben. Ich glaube, es gibt eine riesige Dunkelziffer. Ich glaube es und ich weiß es von sogenannten heterosexuellen Männern, die nach außen hin 1000%ig heterosexuell wirken. Ja. Aber bisweilen eine gewisse Lust an bisexuellen Geschichten haben. Aber sich nie trauen würden, das noch nach außen zu sagen. Ich habe das schon mal insofern versucht, bei einem Callboy, über Internet und so kennengelernt und hingeschrieben und hergeschrieben und so weiter, dann auch Erfahrungen gemacht, aber das war halt mehr Abzocken, Kohle her und auch Wiedersehen. Ach so, Moment, wann war das denn? Das war vor circa einem halben Jahr. Ach so, ich dachte jetzt, da wäre noch gar nichts passiert jetzt, seitdem du das Doch, nur das war insofern natürlich dementsprechend niederschmetternd,
indem das halt nicht meinen Vorstellungen entsprach. Ne? Inwiefern? Ja, weil das war eine schnelle Nummer halt. Ja. Das war, ja, hier, was willst du und was möchtest du? Und, pff, nein, da ist, und was hast, da du, was, ist hast, was hast du bezahlt? Oh, da habe ich viel für 150 Euro. Wie viel? Wie viel? 100 Euro. 150, ich habe 300 verstanden. Nee. 150 Euro. Sag mal, wenn ihr, du hast eine gute Beziehung zu deiner Frau. Ja, habe ich. 20 Jahre gute Ehe. Ja. Kann man sagen, ne? Und ich liebe sie über alles. Und du liebst sie über alles, so. Ja. Und ihr seid in einer gewissen Weise experimentierfreudig, wenn ihr da schon mal mit anderen Pärchen was gemacht habt. Ja. Wir spielen das nun mal durch. Wie würde sie denn reagieren, wenn du sagen würdest, pass mal auf, nicht liebesmäßig und so. Ich hätte nur mal ein bisschen Bock, so ein bisschen in der Beziehung mal was zu erleben. Wie würde sie reagieren? Sie wäre tierisch schockiert. Bist du sicher? Ja. Bin ich insofern sicher, sag ich mal, ich sag mal so karnevalmäßig oder so, ne? Verkleide ich mich schon mal öfter so halb Mann, halb Frau. Das ist eigentlich so mehr als Jux oder so, ne? Und dann auch so mal das Gespräch gewesen, ja, auch wenn du aber jetzt mit einem Mann was hättest oder so, da geht mich gar nicht mit klar und so. Aber eigentlich auch schon so hintenrum eigentlich schon mal angetestet, das Thema, ne? Aber da kämen sie gar nicht mit klar, da hättest du also ein Riesenproblem mit. Würde sie also von daher selbst die Beziehung scheitern lassen. Wie schlimm. Ja, Das heißt, wenn du das jetzt... Das ist ja mein großes Problem. Ja, ich merke schon. Also das heißt, wenn du das jetzt irgendwie ausleben möchtest, musst du es heimlich machen und hast ein schlechtes Gewissen. Richtig. Optimal wäre es natürlich, wenn du es offen machen würdest. Ja. So vielleicht sogar in einer Gruppensex-Situation mit bisexuellen Leuten wäre es optimal, ne? Ja, zumal du musst dir vorstellen, sag ich mal, diesen Gruppensex, den wir gemacht haben, der war so, dass meine Frau auch die andere Frau tierisch geil verwöhnt hat. Ach, sie nimmt sich das also raus? Nein, das hat sich so ergeben. Also sie nimmt sich das nicht raus, aber sie selber sagt, sie hat Spaß dran. Ja. Wäre bei mir aber tierisch schockiert. Ja, das ist ja nun ein Ding, hör mal. Ja, das ist ja nun ein Ding. Krass. Ja, das ist krass. Also da würde ich aber jetzt mal ein bisschen mehr Butter bei den Fische tun bei der jungen Frau, sprich bei deiner Frau. Wenn sie ihren Spaß da mit anderen Mädels hat, dann hast du aber auch verdammt nochmal recht, dass du mit den Jungs... Man muss dabei sagen, sag ich mal, das war 2-3 Mal. Egal. Wo das jetzt in der ganzen Zeit passiert ist. Egal. Das ist doch ein tolles Angebot, wenn du sagst, pass mal auf, ich finde es okay, wenn du das machst. Aber billige mir das auch zu. Wir suchen uns mal ein bisexuelles Paar und dann gucken wir mal den Weg. Versuche es doch mal. Vielleicht hast du auch viel zu viel Angst vor dem Schritt. Ja. Wenn man so lange zusammen ist, ist das natürlich auch ein großer Tabubruch. Ist mir auch klar, dass das ganz schwierig ist, das zu formulieren. Mhm. Manchmal aber, wenn es dann ausgesprochen wurde, denkt man hinterher, na, so schlimm war es dann auch nicht. Ich fände es auf jeden Fall besser als diese ganze Heimlichtuerei. Das ist alles grauselig. Das ist ja das Schlimmste. Du liebst deine Frau. Du sagst, das ist, ja genau. Du sagst, du liebst deine Frau. Du sagst, das ist eine tolle Frau. Und wenn du jetzt dir allmählich irgendwas Bisexuelles aufbaust oder ab und zu mal dahin gehst und das kommt dann irgendwann raus, das ist alles so schäbig und so grauenhaft. Ja, klar, nee, dann geht ja auch mehr kaputt. Ja, genau. Und das ist es auch nicht wert. Nee. Also finde ich, dass du das kann man doch vielleicht auch so ein bisschen locker hinkriegen, indem du sagst, guck mal, du hast ja auch Späßchen gehabt damals mit der so und so. Ich will ja nicht viel, ich will mal so ein bisschen, ich will auch mal ein bisschen fummeln bei den Jungs. Ja, obwohl der Hauptreiz ist bei mir definitiv das Orale. Ja, gut. Der Oral, okay. Also wenn da lang genug wäre, ich glaube, ich würde es bei mir selber machen. Weil wirklich, ich würde ja gerne mit einer Frau mal reden. Kannst du dir das nicht anbieten, dass, wenn du mit ihr darüber sprichst, dass ich mal mit ihr rede? Boah, ich muss erstmal den Mut aufbringen. Ist klar, ist mir klar. Ihr das überhaupt beizubringen. Ja, ist mir klar. Aber so als Hintergrundjoker würde ich es dir gerne anbieten, dann musst du uns mailen und dann unterhalte ich mich sehr gerne mit deiner Frau. Ja. Oder mit euch beiden dann zusammen. Ja. Also, Quintessenz. Ich finde, das wäre noch eine Alternative, ja. Ich finde, dass du sie ansprechen solltest darauf. Hm. Du musst dir das ja nicht erzählen mit dem Callboy. Nein. Nee, das musst du ja nicht gleich erzählen. Nein, da würde ich viel kaputt machen. Ja, Schwamm drüber, vergessen war. Mir hast du es auch nicht erzählt. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich finde, dass man nach 20 Jahren Ehe und so auch mal ein bisschen neue Sachen ausprobieren kann. Warum nicht sowas? Und so in dem Sinne kannst du doch loslegen. Ja, ich habe eigentlich ganz anders mit dir gerechnet. Insofern, dass du mir sagst, du bist ein Arsch oder so, ne? Weil ich das gemacht habe, ne? Ach. Aber andererseits, so wie du selber ja schon sagst, es gibt so viele Leute, die es wirklich wünschen und einfach mal probieren wollen. Ja, klar.
Ist doch nichts Schlimmes. Und da muss man letztendlich eigentlich den Mund aufmachen und muss seine Wünsche auch. Ja, man lebt nur einmal. Ja, finde ich. Finde ich. Und wenn man das dann noch in Einklang bringt mit der Beziehung und ehrlich dabei ist, ist es doch optimal. Dann wird schon gut passen. Ja, finde ich. So, du redest mit deiner Frau und wenn es alles kompliziert wird, dann schlägst du ihr vor, dass ich mit ihr rede. Ich mache es ja gerne und ihr meldet uns dann bitte. Ja, ich arbeite dran. Okay. So, großes Kompliment an deine Sendung. Bist ein feiner Kerl. Dankeschön, Bruno. Okay, alles Gute. Toi, toi, toi. Danke. Tschüss. 0800 220 5050 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Hier ist Stefanie und Stefanie ist 32. Hallo. Hallo, Stefanie. Hallo, Domian. Ich finde es einfach nur toll, dass ich erstmal durchgekommen bin. Seit Monaten, fast Jahren. Mein Thema ist mein Mann. Ja. Der hat seit letztes Jahr Juni, also jetzt gut 9 Monate, fast 12 Monate jetzt schon, regelrechten Nerventerror mit mir betrieben, dass ich zeitweilig sogar Valium nehmen musste, um überhaupt ruhig zu bleiben. Habe in der Zeit 13 Kilo abgenommen. Also mal ganz vorne angefangen hat er letztes Jahr im Juni auf einer Geburtstagsfeier eine Frau kennengelernt, die dafür bezahlt wurde, eigentlich einen Arbeitskollegen zu verführen. Und die auch schon mehrfach in Bordells gearbeitet hatte und sowas. Wie, die wurde bezahlt, den Arbeitskollegen zu verführen? War das ein Trick oder was? Der Kollege, der ist so ein Strunkser gewesen, sag ich jetzt mal, der sagte immer, er kriegt jede Frau um. Ach so. So, und das war so eine 20-Jährige, ich meine, sie mag vielleicht nicht schlecht aussehen, ich weiß es nicht. So genau habe ich es ja nie gesehen. Auf jeden Fall hat sie dann ihre Sache auch ganz prima gemacht, bezahlt wurde sich mit Koks. Und daraufhin stürzte sie sich natürlich vollends auf meinen Mann. Ja, ich muss mal fragen, wer hat sie denn beauftragt, diese Frau? Mein Mann unter anderem mit, aber er kannte sie nicht so, das war ein anderer Kollege. Um diesen anderen dazu... Die wollten ihn dann foppen, unter Drogen wollten sie dann Fotos machen und die wollten sie ins Internet stellen und ihn so richtig bloßstellen. Aber warum, wenn er jede Frau kriegt, ist es doch ganz toll für ihn, wenn er die Hübsche auch noch kriegt. Ja, die sollte ihn ja dann abservieren. Ach so, jetzt verstehe ich. Also die haben den dann auch wirklich nackt fotografiert, wie er dann da schön auf dem Bett lag und bereit war. Und naja, das war ja eigentlich eher so das Zweitrangige. Sie hat sich dann halt auf meinen Mann gestürzt und der hatte früher mal ein Drogenproblem gehabt. Wollte es auch nie wieder machen, weil er sehr aggressiv davon wurde. Ja. Gut, hat er dann gemacht, ist mir dann auch fremd gegangen und wollte mich auch für die Frau verlassen. Alles unter Drogen bis dahin wohl noch. Und bis ich dann irgendwann ausgerastet bin, da hätte ich mir hier selber fast was angetan. Und habe dann von da an nur noch Valium genommen, weil ich das einfach nicht mehr standhielt. Also er ging, er kam wieder, er ging und er kam wieder. Erzählte mir immer, ich liebe dich über alles, du bist die Frau für mich. Und das ist nicht deine Schuld, das war meine Doofheit und nimm mich bitte zurück. So ging das dann ungefähr 8-mal. 9-mal. Dann haben wir letztes Jahr im November gesagt, okay, wir fangen nochmal an. Ich habe gesagt, mal einen Strich drunter. Unser Hochzeitstag stand an, unser zweiter. Wohlgemerkt, unser zweiter. Und das klappte dann auch so weit, bis ich dann im Februar dahinter kam, dass er sich dann um Karneval rum wieder mit ihr getroffen hatte. Und das Ausschlaggebende war mein Onkel. Warum? Die haben zusammengearbeitet. Und mein Onkel hat gesagt, hör, wenn du schon so einen Scheiß baust, dass du fremd gehst, dann musst du die Alte richtig abziehen. Welche Alte jetzt? Die, mit der er fremd geht? Ja, genau, genau. Die war also wirklich, die ist dumm, ist sie. Also kam mein Onkel dann mit der Idee, hör mal, du musst zu der hingehen und sagen, hör, ich muss im Knast, wenn ich nicht 12.000 Euro aufbringe. Boah, was ist denn da los bei euch? Das ist ja furchtbar. Ja. Das ist ja grausam. Mein Onkel, ich habe in die Hände geklatscht vor Freude. So, lass uns mal eine Zusammenfassung hinkriegen. Jetzt ist Juni, jetzt haben wir Juni 2004. Ist der im Moment immer noch mit der zugange? Also das letzte war so gewesen, dass er mich vor 2 Wochen anrief. Dann bin ich auch zu meiner Schwiegermutter, habe ich gesagt, hör, werd dir erstmal klar, was mit dir Sache ist. So fange ich nicht mehr mit dir an. Keine Arbeit mehr, das Auto kaputt gefahren und ihm war alles scheißegal. Und dann rief er mich am nächsten Tag an, ich soll kommen, er holt seine Sachen bei ihr raus. Bei ihr wohnte er wohlgemerkt, angeblich auf der Couch und da wird ja nichts laufen. Ich sage, nee, ist klar, ich habe auch mal an den Weihnachtsmann geglaubt. Ne?
Auf jeden Fall wollte ich mit ihm Tacheles reden, das ging dann nicht. Er hat mich angeschrien, hat nach dem Hund getreten und dann habe ich seine ganzen Sachen rausgeschmissen. Wo ist er heute? Keine Ahnung. Seit wann ist er weg? Also am Dienstag waren es 2 Wochen her. Ja. Hat er diese Frau abgezogen? Weißt du das oder ist das... Ja. Die hat Internetanschluss für ihn alles gemacht, also die hatte Telefonrechnungen von über 600 Euro und er hat alles voll ausgeschöpft. Er ist jetzt aber nicht mehr bei der Frau? Oder weiß der, ich nicht. Weißt du, er ist einfach weg? Keine Ahnung, also meine Schwiegermutter hat auch keinerlei Einfluss auf ihn, ist sobald er, das Thema sind, kommt. Sind die Drogen denn im Moment auch noch mit im Spiel? Keine Ahnung. Klingt mir fast so, oder? Ja, ich weiß nicht, er sagte nein. Also Drogen heißt Koks, ne? Ja. Mhm. Und andererseits hat er Leute auch dafür abgezogen, hat seinen Computer verkauft, um sich davon Drogen kaufen zu können. Mit einmal hat er einen Trip mit Pferden und kauft sich Pferde von geliehenem Geld. Mhm. Und holt sich dann aber seinen Rechner hintenrum wieder zurück, ohne das Geld zurückzugeben. Also irgendwie... So, klingt alles fürchterlich. Ja, schrecklich. Klingt grauenhaft und klingt alles andere als auch nur... ansatzweise hoffnungsvoll. Ich laufe nur noch wie eine Gestörte durch die Gegend, weil ich nicht mehr weiß, was ich denken soll. Du bist mit diesem Mann verheiratet. Ja. Und seit einem Jahr ist das völlige Chaos angesagt. Ja, Domian, bis letztes Jahr im Juni, das war eine Bombenehe. Wir haben uns blind verstanden. Mhm. Ich habe ausgesprochen, was er dachte und umgekehrt. Gut, aber und wir müssen ganz... Von heute auf morgen... Ja. Ich meine, es wäre alles erklärt. Du sagst, er hat früher ein Drogenproblem gehabt. Wie lange hat er denn Koks konsumiert früher? Ach, das war so um eine Zeit um 18 rum, wo er auch damit gedealt hat und dann kam er auch im Knast und... Also er hat heftig konsumiert. Da hat er eigentlich nie so richtig drüber genau, gesprochen, das aber war die ganze Zeit. Vielleicht gar nicht so genau, er wird dir das gar nicht so ganz genau erzählt haben. Es kann natürlich jetzt durchaus sein, dass er einen Rückfall hat und gerade Koks verändert die Leute so kolossal. Der ist komplett anders, ja, ein anderer Mensch für mich. Und wenn das jetzt seit einem Jahr mit Droge läuft oder vielleicht sogar zunehmend der Konsum ist, wäre mir das alles nachvollziehbar, was da abgeht. Hör mal, einmal bin ich ihm nachgefahren und wollte ihn nur zur Rede stellen, weil er sagte, ich sag, läufst du jetzt wieder zu ihr, weil er allen Konflikten hier zu Hause aus dem Weg ging und immer direkt wieder zu ihr rannte. Ja, mit der kann ich gut reden, das ist eine gute Freundin. Ich sag, sicher, letztes Jahr hast du mich mit ihr betrogen. Da bin ich dahin, da hat er mich nur frech angelacht aus ihrer Wohnung und habe ich vor Wut gegens Auto getreten. Da kam er runter und hat mir eine gebrettert. So, Stefanie, aber die Frage ist ja jetzt, das ist jetzt ein Jahr kaputt. Es ist aber wirklich kaputt. Ja, also seit 2 Wochen, wo ich ihn bei seiner Mutter habe stehen lassen und seine ganzen Klamotten aus dem Auto geschmissen habe, seitdem habe ich auch nichts mehr gehört. Was ist jetzt? Was willst du? Ich wollte einfach mal... Du hörst so viele Geschichten, du bist selbst ein Mann. Nee, ich meine gar nicht, was du von mir möchtest, sondern was du gerne willst. Eigentlich möchte ich meine Ehe, meinen Mann zurück. Mhm. So. Also so, wie es mal gewesen ist. Er will das selber auch. Er hat einmal weinend vor mir gesessen und hat gesagt, ich möchte mein Leben zurück. Dann habe ich gesagt, das kann ich immer wohl. Klingt aber alles so, als wäre der wieder voll auf Koks. Ja, meinst du? Klingt alles so. Klingt sehr bedenklich. Vor allen Dingen, dass der mich geschlagen hat. Ich war im Krankenhaus. Schlimm. Also eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma und eine Wunde an der Stirn. Meine Schwiegermutter konnte es selbst nicht verstehen. Und das ist ein Türke. Noch dabei gesagt. Ja. Also meine Schwiegermutter hat keinerlei Einfluss auf ihn. Ja. Die weint und will mit ihm reden und der springt auf und sagt, lass mich in Ruhe und geht raus. Das Problem ist, wenn der wirklich auf Koks wieder ist und es klingt so, ich weiß es nicht, aber es klingt so, es könnte sein, ist sehr wahrscheinlich, kannst du da gar nichts machen? Nee, ich glaube nicht. Nein, du kannst nichts machen. Das musst du ja selbst kapieren. Der muss wahrscheinlich noch so weit in die Gosse absacken, bis er kapiert, was er gerade alles aufs Spiel setzt, dass er eure Ehe kaputt macht, was er dir angetan hat, bis er selbst... bereit ist, sich in eine Therapie, in eine Klinik, in eine Klinik zu begeben. Wahrscheinlich muss er in eine Klinik. Das Problem ist nur, dass du nichts machen kannst. Du musst nur für dich jetzt eine Haltung finden, wie du kannst ihm nicht hinterherlaufen. Nee. Du kannst ihm vielleicht, wenn er auftaucht, kannst du ihm das, hoffentlich triffst du ihn in einer klaren Situation an, sagen, dass das so nicht weitergeht. Dass du erst bereit bist, wieder mit ihm dich auseinanderzusetzen und dich auf ihn einzulassen, wenn er klare Maßnahmen eingeleitet hat, die ihn stabilisieren. Er sagt, er braucht keine Hilfe, er ist gesund. Gut, dann frag ihn, was er will. Ja, er sagte nur mal zu mir, wenn er nicht mit mir zusammen sein kann, dann ist das ganze Leben für ihn scheiße. Ja gut, dann musst du von ihm etwas verlangen,
dass er glaubwürdig erscheint. Im Moment ist er ja null glaubwürdig, weil er ständig Dinge tut. Und das musst du ihm klar machen. Solange er das nicht tut, bist du für ihn nicht verfügbar. Du kannst das nur mit einer solchen Härte hinkriegen. Ja, auf der einen Seite denke ich, ich verliere ihn dann dadurch, aber er hat selber auch gesagt, dass er Angst hat, dass er mich verliert dadurch. Ja, eben. Du verlierst ihn durch diese Härte mit Sicherheit nicht. Du bist schon auf dem besten Wege dazu, ihn zu verlieren. Vielleicht hoffen wir es, dass wenn du so hart gegenüber ihm auftrittst, vielleicht rüttelst du ihn auf. Ja. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance. Wenn du jetzt weiter dich so indifferent verhältst, machst du es eigentlich nur noch schlimmer. Es ist ja auch mittlerweile, dass ich gesagt habe, aber ich lasse mich nicht mehr von ihm für doof verkaufen. Ja. Und ich bin in Therapie. Nehme jeden Tag meine Tabletten, ja. Also meine Heulattacken und Selbstmordgedanken sind weg. Ja. Dafür ist es jetzt mittlerweile so eine lange Zeit gegangen, dass ich gesagt habe, also ich habe mittlerweile eine Haut wie ein Elefant. Mhm. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich das vergessen kann, was wir hatten. Und das ist auch, er sagt immer, es ist nicht deine Schuld, mein Schatz, es ist meine eigene Schuld. Gut. Ich habe alles kaputt gemacht. Gut, das ist ja schon mal ein erster Schritt. Dann muss er aber auch den Beweis auf den Tisch legen, dass er sich verändern will. Ja, das sagt er immer. Und wenn er hier ist, dann ist 2 Tage gut. Ja. Und dann führt er sich wieder auf. Entschuldige bitte, aber wie ein Arschloch. So, ja. Das heißt, du musst die Konsequenz ziehen und dich von ihm erstmal entziehen. Du kannst sagen zu ihm, komm wieder, wenn du dein Leben geregelt hast. Wenn du deine Sucht oder was immer mit dir los ist, wenn du das im Griff hast, dann kannst du wiederkommen. So möchte ich dich nicht mehr sehen. Ja, weil wie er damals seine Sachen rausgeholt hat bei ihr vor 2 Wochen und ich fing mit ihm eine Diskussion an, sagt er zu mir, willst du wieder nur diskutieren? Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich meine Sachen bei ihr gelassen. Okay, dann soll er sie bei ihr lassen. Du? Ja, da bin ich bald vom Glauben abgefahren. Ja, das gibt's ja wohl nicht. Ja, du sollst auch nicht mehr mit ihm diskutieren. Dieser eine Satz und weg. Ja, da hast du irgendwie recht. Ja. Nur so. Ich würde am liebsten jetzt dahin marschieren und dem das sagen. Ja. Stefanie, alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Und sei wirklich hart. Du tust es für dich und du tust es auch für ihn. Ja, und vor allen Dingen für meinen Sohn. Ihr habt zusammen ein Kind? Ich habe ein Kind aus früherer Beziehung. Ja, dann tust das hat mein Sohn auch fertig gemacht, der stottert mittlerweile ganz schlimm. Dann tu es auch für deinen Sohn, aber umso dringlicher sage ich das zu dir, dass du das alles so machen sollst. Ja, werde ich machen. Alles Gute. Danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss. Hier ist Dirk. Hallo Dirk. 21. Hallo. 21? Ja, richtig. Ja, hi. Hi. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um Herzfehler. Du hast einen Herzfehler? Richtig, richtig. Ja. Was ist das für ein Herzfehler? Ich kenne zwar den richtigen Begriff dafür nicht, aber das ist so, dass ich das Herz auf der rechten Seite liegen habe. Ach. Ja. Also das Herz liegt erstmal auf der falschen Seite. Genau, das liegt bei mir auf der falschen Seite. Das muss ja vielleicht erstmal noch recht schlimm sein, ne? Oder? Ich sag mal, nicht jetzt direkt, aber ich habe dabei noch nur einen Vorhof, eine Herzkammer nur. Ah ja. Mhm. Aha. Und bei mir ist der Blutkreislauf vertauscht. Das bedeutet? Dass das angereicherte Blut mit Sauerstoff bei mir gar nicht so durch den Körper fließt, wie es muss, sondern eher, dass das Blut, was angereichert wird mit Sauerstoff, das wird zu wenig angereichert. Ja. Und dann fließt auch eben das schlechte Blut, also was den Kohlendioxid, ist jetzt richtig, ne? Ja. Was dann eben damit das fließt dann auch noch mit durch den Körper. Was hat das für eine Konsequenz auf deinen Zustand, auf dein Befinden? Ja, sagen wir jetzt so, wie bei den ganzen Wärmen, die letzten Tage jetzt waren, das merke ich schon. Also, dann laufe ich da auch leicht blau an. Mhm. Also, als es so heiß war jetzt, temperaturmäßig meinst du? Ja, genau, ja. Temperaturmäßig. Mhm. Wenn es zu warm wird eben, dann laufe ich eben schneller blau an, habe dann blaue Lippen, blaue Finger. Mhm. Und sportlich bin ich eingeschränkt. Ja. Also ich kann, sag ich mal, kaum sportliche Aktivitäten machen. Weil du dann gleich außer Atem bist? Oder weil? Ja, richtig, 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 weil ich zu schnell außer Atem bin. Und du durftest das auch nicht machen, weil das Herz dann zu sehr belastet wird, oder? Richtig, richtig. Mhm. Ich muss, sag ich mal, auch so auf mein Gewicht achten. Ja. Ich sag mal, gut, ich kann jetzt, sag ich mal, noch essen, was ich will und werde dabei nicht dick. Mhm. Aber die haben gesagt, das kann natürlich mit dem Alter kommen, dass man dann schon eher was auseinander geht. Da haben sie gesagt, da muss ich dann drauf achten, dass er eben nicht zu schwer werde, weil das Herz dann eben mehr arbeiten muss. Auf was musst du sonst so noch achten? Schwere körperliche Arbeit kann ich nicht machen. Mhm. Und wie gesagt, früher musste ich immer Medikamente nehmen. Mhm. Um das Herz damit, sag ich mal, zu beeinflussen, dass das regelmäßig pumpt und schnell genug pumpt. Mhm.
So, und dann habe ich jetzt 99, hatte ich mehrere Zusammenbrüche gehabt durch diesen Herzfehler. Und musste darauf, dann habe ich dann einen Herzschrittmacher bekommen. Oh, in deinem Alter schon? Richtig. Ah ja. In meinem Alter schon. Und auf jeden Fall, ich sag mal so, ermöglicht denn dieser Herzschrittmacher, jetzt abgesehen von den Dingen, die du gerade genannt hast, die du nicht machen kannst, dass du eigentlich ein normales Leben führen kannst? Weniger, weil das, ich sag mal, das Herz, das war immer so, das hat immer ausgesetzt zwischendurch. Ich sag mal, ein gesundes Herz, das schlägt über 60 Mal in der Minute. Ja, ich meinte jetzt, nachdem du den Herzschrittmacher drin hast. Nee, ich sag mal so, die Einschränkungen, die sind immer noch da. Die sind immer noch da. Was machst du denn so in deinem im Leben? Bist du Student oder bist du... Nee, ich bin zurzeit arbeitslos, weil ich eben keine Arbeit finde, weil die meisten alle sagen, nee, ist uns zu riskant, ne? Verstehe. Was hast du gelernt? Ich habe gar nichts gelernt, eben auch aufgrund dieses Herzfehlers. Ah ja. Ja, weil ich habe mich beworben, ich habe mich selbst, sag ich mal, bei Leuten beworben, bei einem gewesen, war das gewesen, der hat selber eine Behinderung gehabt, also ich habe mir da eben ein bisschen mehr Verständnis von ihm vorgestellt gehabt, was er aber dann natürlich nicht hatte und sagte, nee, er kann mich nicht gebrauchen, weil das Risiko eben zu hoch wäre. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe gar keinen Schulabschluss. Den könntest du beispielsweise auch nachmachen. Da sitzt du still, das ist ja keine körperliche Belastung und... Frage ich jetzt mal so, das müsste doch so körperlich gehen, oder? Ja, klar. Wäre nicht schlecht, ne? Ja, sicher. Da habe ich jetzt auch schon mehrmals drüber nachgedacht gehabt, über einen Schulabschluss, da habe ich mich auch schon erkundigt gehabt und so weiter, weil ich sag mal, ich habe selber ja nicht diese finanziellen Mittel dafür und habe mich dann eben, wie gesagt, beim Arbeitsamt erkundigt und die haben gesagt, also da würden die absolut nichts machen. Die würden das nicht unterstützen, dass du einen... Die würden das nicht unterstützen, habe ich gesagt, weil in dem Ort, wo ich wohne, hier in dem kleinen Ort, da ist nicht, sag ich mal, die Möglichkeit, den Schulabschluss nachzumachen. Dann müsste ich dann ein, zwei Orte weiterfahren. Und ich sag mal, das müsste ich dann eben mit dem Zug machen. Und ich sag mal, das Finanzielle für die ganzen, sag ich mal, weil das dauert ja auch seine Zeit, bis das dann erledigt wäre, der Schulabschluss. Dafür die finanzielle Lage hätte ich dann eben nicht, um, sag ich mal, die Zugfahrkarten jeden Tag zu bezahlen. Liegt das denn, mit welchem Alter bist du von der Schule abgegangen? Ich bin mit 17,5 bin ich von der Schule gegangen. Und hast keinen Abschluss mit 17, auch keinen Hauptschulabschluss? Nein, keinen Hauptschulabschluss. Liegt das auch an deiner Krankheit, dass du vielleicht viel fehlen musstest? Ja, das hat eben damit dran gelegen, weil mit 99 bin ich, wie gesagt, ins Krankenhaus gekommen. Und da habe ich knapp 8 Wochen Schulausfall gehabt. Und dann bin ich dann da schon mit dem Stoff nicht mehr hinterhergekommen und das war auch das letzte Halbjahr gewesen. Und da habe ich das dann eben, wie gesagt, nicht mehr gepackt, den Schulabschluss. So, wie soll es jetzt weitergehen? Gesundheitlich durch diesen Schrittmacher ist es erstmal stabilisiert, kann man so sagen, ne? Richtig. Ja? Du kannst mit dieser Erkrankung, von der du jetzt erzählt hast, könntest du rein theoretisch sehr alt werden, wenn du dich schonst und vorsichtig bist. Richtig. Ja. Hast du eine Freundin? Ja, hab ich. Ja? Ist das so, musst du jetzt zum Beispiel beim Sex auch aufpassen, dass du dich nicht zu sehr anstrengst? Ja, eigentlich nicht. Das ist normal. Ja, das ist normal. So, jetzt, das ist ja schon mal eine gute Aussage, was wir gerade gehört haben, ne? Dass das so einigermaßen stabil ist. Jetzt musst du natürlich sehen, dass du aus deinem Leben was machst, ne? Du bist erst 21, keinen Schulabschluss, nichts gelernt. Wenn du jetzt nicht die Notbremse ziehst, das heißt, wenn du jetzt nicht aktiv bist, dann wirst du dein ganzes Leben lang irgendwie von der Sozialhilfe leben. Und das ist es ja auch nicht. Ich sag mal so, wo ich damals noch in der Schule war, also sag ich mal 7., 8. Klasse war das gewesen, kann auch 6. gewesen sein, da haben wir jeden Tag in der Schule haben wir Fußball gespielt draußen in der Pause und das hat auch funktioniert gehabt. Also ich konnte da mitmachen, sag ich mal, wie ein gesunder Mensch und dann, ich sag mal so, die Jahre über dann jetzt, sag ich mal, bis jetzt ist das dann immer eben von Jahr zu Jahr schlechter geworden. Was machst du den ganzen Tag? Ja, ich sag mal so, mit Freunden treffen und einfach abhängen, ne? Weil ich eben keine andere Beschäftigung habe. Ich habe mich schon mit dem Arbeitsamt erkundigt gehabt, wie das aussieht jetzt wegen Arbeit und so weiter. Habe mich auch bei mehrere Firmen vorgestellt, habe auch bei einer Firma mal angefangen gehabt dann. Da weißt du, Dirk, mit diesen Firmen finde ich alles nicht gut. Ich finde, dass du jetzt noch die Chance nutzen solltest, das geht in deinem Alter noch, dass du zumindest einen ordentlichen Schulabschluss nachholst. Vielleicht sogar noch eine Lehre machst.
Wenn du jetzt irgendwie Hilfsarbeiter bist, dann bleibst du das auch dein ganzes Leben. Ja, ja, das ist richtig. Ne? Ich würde jetzt an deiner Stelle wirklich alles, ich kann das jetzt nicht beurteilen mit den Fahrkosten da, wie das zu regeln ist, aber irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben. Irgendwas muss möglich sein, dass du dann zumindest erstmal den Hauptschulabschluss hast. Zumindest das erstmal. Ja, richtig. Ne? Und dass du dann, hättest du irgendeinen Traum, einen Beruf, den du gerne machen würdest? Ich sag mal, ja, hatte ich, sag ich mal, vor 2-3 Jahren gehabt und das war Koch gewesen. Ja. Aber dann habe ich natürlich eben von mehreren Leuten aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis erfahren, die da auch die Lehre gemacht haben als Koch oder Köchin, dass das eben ein Knochenjob wäre wegen den ganzen schweren Töpfe heben und so weiter. Stimmt, das ist vielleicht für deine Erkrankung nicht gerade das genau, und dann haben die gesagt gehabt, also das würde ich nicht packen, weil die wirklich auch die Zähne zusammenbeißen mussten und dadurch. Und stimmt. Aber die haben gesagt, für mich wäre es keine Möglichkeit, dieser Job. Gut, ne? Dann müsstest du mal in irgendwie eine andere Richtung denken. Es gibt bestimmt auch noch andere Dinge, die dich interessieren, die nicht so anstrengend sind, körperlich nicht so anstrengend sind. Ne? Da musst du mal ein bisschen in dich gehen. Also ich würde dir ja wirklich dringend raten, diesen Weg zu gehen und nicht einfach jetzt irgendwie einen Job anzunehmen, sondern lern erst was, Mensch. Nee, das ist richtig. Ich sag mal, ich habe auch mal ein Jahr habe ich in der Gebäudereinigung gearbeitet. Und ich sag mal, das ging auch so, also bis kurz vorm Schluss ging das dann auch gut. Und dann hatte ich dann eine Nacht vorher Fieber gehabt und so weiter. Und da habe ich der Chefin von uns Bescheid gesagt, passen Sie auf, ich habe in der Nacht mit über 40 Fieber hier gelegen. Ich kann heute nicht arbeiten gehen. Da hat sie gesagt, ja, wenn du nicht arbeiten gehst und wir die Kunden verlieren, dann darfst du dafür zahlen. Dann bin ich natürlich, weil ich den Job nicht verlieren wollte und keinen Ärger machen wollte, arbeiten gegangen. Und bin dann zusammengebrochen auf der Arbeit. Und dann hat sie mich natürlich gar nicht mehr gehabt, weil ich ihn dann nicht mehr machen durfte. Sind jetzt Geschichten von gestern. Bringt gar nichts mehr groß drüber zu reden. Jetzt müssen wir nach vorne gucken. Vorne gucken heißt Schulabschluss machen. Eine Qualifikation finden. Und da würde ich dir dringend, wie gesagt, zu raten und wünsche dir wirklich dafür auch viel Glück und alles Gute, Dirk. Gut. Alles Liebe. Gut, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und die hat auch der Henry gewählt. Und Henry ist 25. Hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, ich weiß, dass unsere Zeit nur irgendwie begrenzt ist, deswegen möchte ich das Ganze komprimiert halt darstellen. So. Ja, so. Na leg mal los, wir kriegen das schon hin. Um was geht's denn? Zwar das Ganze fing halt irgendwie an so, dass ich im Januar halt irgendwie ein Mädchen im Zug kennengelernt habe auf der Zugfahrt von Münster nach Köln. Ja, in diesem Januar, dieses Jahr. Ja, genau. Sie kam halt irgendwie an, so ob ich ihr nicht irgendwie Rasterlocken halt irgendwie mit dem Feuerzeug irgendwie reinbrennen könnte. Das war schon eine ziemlich verrückte Geschichte, finde ich so. Ne? Und irgendwie fand ich sie halt so sexy, sag ich mal, vom Aussehen her. Und ich habe sie irgendwie so auf 20 geschätzt und so, ne? Ja. Und dann haben wir halt immer telefoniert und dann waren wir halt auch zusammen, so, ne? Und dann, also in Anführungsstrichen zusammen, sag ich jetzt mal. Und dann haben wir halt immer telefoniert und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und dann hat sie mich so gefragt, wie alt schätzen mich denn so? Und dann habe ich so gesagt, ja, 20, 21, 22. Ja. Und dann meint, ja, weißt du, wie alt ich bin? Sagt dann so, ich bin 16. Oh. Das war für mich dann schon mal der erste Schock. Ja, auf jeden Fall ging das, wir waren dann halt die ganze Zeit irgendwie zusammen halt und wir haben halt immer nur telefoniert und so. Sie hat immer Ausflüchte, weil sie war, ist halt eine Türkin so. Ne? Und dann hat sie mir halt immer erzählt, ihr Vater hätte was dagegen, wenn wir uns halt irgendwie treffen und so. Und deswegen konnten wir uns dann nur treffen, irgendwie, wenn sie auf dem Bus gewartet hat halt irgendwie. Und also irgendwie hat sie mich da immer total auf die Folter gespannt und so. Dann, gut, aber es kam ab und zu dann zu treffen und zu dass ihr das zusammen wart. Genau, wenn sie dann irgendwie auf den Bus gewartet hat, so irgendwie, und aber irgendwie habe ich auch nie einen Kuss von ihr bekommen oder sowas, ne? Also immer nur einen Kuss auf die Backe oder so, also ein Küsschen halt im Endeffekt. Und, ach so, es gab keinen Sex, es war kein Erotik im Spiel, noch nicht. Nee, Sex sowieso nicht, also das wollte ich auch nicht irgendwie, weil ich halt dann irgendwie Rücksicht halt irgendwie auf ihr Alter so genommen habe, ne? Also dass sie halt erst 16 ist, und das wollte ich dann auch nicht. Also ich wollte mir da halt super viel Zeit lassen, so, weil ich das vorher mal schon den Fehler gemacht habe. Okay, dass ich mal das war im Jahr, das so fing alles im Januar an. Jetzt rufst du mich heute an, was ist der Grund? Genau, und irgendwie war ich dann im März irgendwie in Prag von der Schule aus auf Klassenfahrt, und da habe ich ihr halt ein Geschenke mitgebracht, so einen super schönen Ring und eine Kette und so, und habe ihr das dann geschenkt und so. Und da haben wir uns halt getroffen und dann dachte ich halt, spätestens jetzt bekommst du halt irgendwie einen Kuss und so. War aber auch nicht so. Ne? Und dann war ich halt irgendwie Ende März war ich dann halt in der Disco, und dann habe ich halt irgendwie ein Mädchen kennengelernt und
irgendwie hat das dann bei mir direkt Boom gemacht. Und dann dachte ich halt, bist jetzt noch mit dir, ich will jetzt ihren Namen nicht sagen, weil der ist ziemlich selten und ich will auch nicht, dass einer das existiert. Sag mal, verfuhren wir uns so. Sag mir mal in einem Satz, was das Problem ist. Genau, dann habe ich sie angerufen und wollte halt irgendwie, um mit ihr Schluss zu machen, so, ne? Weil ich wollte klare Verhältnisse, weil ich hatte ja jetzt dieses Mädchen in der Disco kennengelernt und wollte dann mit ihr Schluss machen. Dann fing sie an zu weinen und meinte halt irgendwie, sie könnte ja nichts dafür, dass sie krank ist, so, ne? Dass sie krank ist? Dann habe ich sie halt erstmal gefragt, so, wie krank? Ja. Und dann sagte sie, sie müsste ja mal zum Arzt und so, da können sie ja nichts für. Und da habe ich sie gefragt, was hast du denn? Und dann meinte sie, das hat sie mir halt erzählt, dass sie von ihrer Geburt an halt HIV-positiv ist. So. Ja. Und dann kam bei mir halt erstmal schlechte Gewissen, so, ne, dass ich halt direkt jetzt in der Disco da mit einer anderen Frau halt rumgeknutscht habe im Endeffekt, weil ich halt irgendwie die Hoffnung halt irgendwie schon aufgegeben hatte, dass das zwischen uns was wird, weil sie halt immer nur Ausflüchte hat. Ich mach's mal Strich. Das war im Strich drunter. Im März hat sie dir das gesagt. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Bis zum März war im Prinzip zwischen euch überhaupt gar nichts gelaufen. Ihr habt euch nur ab und zu mal gesehen, ihr habt telefoniert. Genau. Ne, du warst vielleicht ein bisschen verliebt, verknallt, aber du warst auch etwas vorsichtig, weil sie erst 16 war und so weiter. So, jetzt ist diese Geschichte passiert im März in der Diskothek, von der du gerade erzählt hast. Genau. Was ist heute? Heute ist Juni. Es sind da super viele Sachen passiert, Domian. Nee, sag mir mal, ob du heute mit dieser Frau noch in Kontakt bist, mit der ganz Jungen. Gar nicht mehr, aber das ist ja auch gerade mein Problem, dass das alles in der Schwebe steht, aber... In der Zwischenzeit sind halt noch so viele Sachen passiert im Endeffekt. Also ich muss dazu sagen halt irgendwie, dass ich halt in der Gothic-Szene bin. Mhm. Ja, und irgendwie habe ich diese Frau halt auch in der Gothic-Diskothek halt kennengelernt. Ich will das Hauptproblem wissen. Das Hauptproblem ist, du hast irgendwann ein junges Mädel kennengelernt. Mit diesem Mädel hattest du nie etwas. Dieses Mädel hat dir dann erzählt, ob es nun stimmt oder nicht stimmt, dass sie HIV-positiv ist. Genau. Jetzt hast du zu dem Mädchen keinen Kontakt mehr. Ja, es steht halt alles noch in der Schwebe und so, aber ich will du das hast, halt nein, lass mich fragen. Du hast im Moment keinen Kontakt mit dem Mädchen. Ja, genau. Warum nicht? Weil ich halt irgendwie immer Angst hätte, so wenn ich jetzt irgendwie mit ihr schlafen würde oder so, und weil ich mir das halt irgendwie absolut nicht vorstellen könnte. Ich meine, sie hat versucht, mich da halt zu beruhigen und so und verstehe, also es ist eine gewisse Sorge und eine gewisse Vorsicht. Aber ich fühle mich halt auch irgendwie so als Charakterschwein, weil ich halt denke irgendwie, also sie hat sich halt auch nicht mehr bei mir gemeldet oder so, aber sie hat mir halt auch gesagt, dass sie das schon gewöhnt ist. Sobald sie halt irgendwie die Wahrheit auf den Tisch legt, so sozusagen, meint sie halt, würden die Männer halt im Endeffekt den Schwanz anziehen und abspringen. Okay, die ganz entscheidende Frage ist ja nun erst einmal, was du für dieses Mädel empfindest. Im Endeffekt, ich weiß es halt selber nicht mehr, aber ich weiß halt irgendwie, dass ich halt irgendwie auf keinen Fall mehr irgendwie mit ihr schlafen würde. So, ne? Und sie sagt halt so, dass sie halt irgendwie eine Beziehung zu mir will. So. Also hat sie ja halt damals auch noch gesagt, dass sie mir das halt gestanden hat. Also ich wage erstmal eine These. Wenn du in dieses Mädchen wirklich verknallt gewesen wärst, wäre die Sache mit Sicherheit anders gelaufen. Jetzt ist sie so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Du hast in gewisser Weise ein schlechtes Gewissen, was ich gar nicht begründet finde. Ich glaube, dass wenn deine Gefühle stark gewesen wären, hättest du dich auch damit arrangieren können. Wir wissen ja noch gar nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist das auch eine Masche von ihr, um irgendwie sich an jemanden heranzumachen. Ich will es nicht unterstellen, aber man muss es ja mal zumindest bedenken. Ja, sie hat mir halt auch erzählt, dass ihre Mutter irgendwie das schon immer hätte so, und ihr Vater daran gestorben ist, und jetzt hier dann, mit dem ich hier vorgesprochen habe, der sagt halt auch schon, wenn er zurückrechnen würde, dass sie halt jetzt 16 Jahre das schon hätte und das wäre dann 88 gewesen, dann damals gab es noch nicht die Medikamente, dann wäre es sehr unwahrscheinlich, dass es der Mutter halt heute immer noch gut geht. So. Gut. Eben, das sind viele Ungereimtheiten. Letztendlich ist nur die Frage entscheidend, ob du dieses Mädchen verknallt bist. Mein Gefühl ist, du bist nicht verknallt in die. Du empfindest keine Liebe für dieses Mädchen. Also musst du auch kein schlechtes Gewissen haben. Dann ist es nun mal so, wie es ist. Und dann kannst du die Sache auch letztendlich zu deiner Biografie legen und sagen, okay, das war's und Vergangenheit. Das Ding ist halt einfach, ich möchte halt irgendwie Klarheit in mein Leben schaffen, weil irgendwie... Darf ich dir noch was anderes erzählen oder haben wir keine Zeit mehr? Weil es ist ja wirklich super wichtig für mich. Da haben wir keine Zeit mehr zu. Wichtig ist, dass wir mit diesem Mädchen jetzt klarkommen. Wir können dich gleich nochmal anrufen. Auf dem Sender können wir jetzt nicht mehr lange reden. Sag mal ein Stichwort, was dich sonst noch bewegt. Das Ding war halt irgendwie, es geht da halt um Schizophrenie oder im Endeffekt um irgendwie Dämonen sozusagen. Mhm.
So, das ist wirklich, das ist ja ein gravierendes Thema, was wir sowieso nicht in 2 Minuten besprechen könnten. Ja, genau. Deshalb mache ich jetzt den Vorschlag, du legst auf und wir rufen dich jetzt gleich sofort wieder an und haben dann auch richtig Zeit, mit dir zu reden. Okay, danke. Okay, Henry, bis dann, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche hier von uns, von Domian von 1 Live. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Wolfram Spikowski, bei Jan Hölz, Annette Bastian, Malte Imels, Nikolaus Schelzig, Christian Part, Christian König und Johannes Brachthäuser. Montag sind wir wieder da. Montag in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich auf die nächste Woche mit euch. Bis dahin, tschüss. Vom Südwestrundfunk hören Sie Nachrichten. Washington. Mit einem Staatsakt haben die USA ihren verstorbenen